Narzisst? Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WTTV Insight. Wie ihr seht, sind wir wieder in der Geschäftsstelle, da haben wir schon mal eine Folge gemacht. Heute wollen wir euch die Trainer-Aus- und Fortbildung im Westdeutschen Tischtennisverband einmal näher bringen. Komplett erklären werden wir es nicht können, weil es einfach zu viel ist, zu lange dauern würde. Was uns ganz wichtig ist, dass ganz viele Trainer, die es schon im WTTV gibt und ganz viele junge Leute, die noch Trainer werden wollen, für diese Sportart Tischtennis, für den WTTV oder für Tischtennis in Deutschland überhaupt, ganz, ganz wichtige Faktoren sind, Kinder für diese Sportart zu gewinnen, zu begeistern, diese Sportart beizubringen, dass man vielleicht auch irgendwann gute Spieler hat, die erfolgreich für den WTTV spielen können, aber einfach auch Kinder vielleicht von der Straße zu bekommen, durch die Trainer, damit die Kinder halt eine Aufgabe finden, im Sport sind, soziales Leben erlernen und all diese Dinge, die dazugehören. Derjenige, der uns heute dabei unterstützen will, ist mein alter Freund Jens Stötzel. Hallo Jens, grüße dich. Hi. Jens ist seit wie vielen Jahren mittlerweile Lehrwart im WTTV? 7. 7 Jahre. Jens, vielleicht stellst du dich mal einmal kurz vor unseren Zuschauern. Ja, mein Name ist Jens Stötzel. Ich arbeite als Lehrreferent in der Tat seit 2012 für den WTTV. Hab aber auch davor schon ganz lange ganz viel als Trainer gearbeitet, viele Stationen gehabt, von Nationalmannschaft, wo ich Assistent war bei den Mädchen. Ich habe in der Bundesliga als Trainer gearbeitet, habe aber auch in den ersten 10 Jahren, die ich aktiv war als Trainer, ganz viel in Vereinen und beim Breitensport auch wirklich gearbeitet, sodass ich hoffe, eigentlich die ganze Palette als Lehrreferent auch abdecken zu können und überall ein paar adäquate Antworten geben zu können. Ja, der Jens ist, wie man gehört hat, universell für alles einsetzbar. Unter anderem heute auch noch in der Talentsichtung, ist mir auch mal nicht ganz unwichtig, das zu sagen. Der Jens wird gleich für alle, die Interesse haben, eine Trainerausbildung zu machen, diesen Ausbildungsweg mal beschreiten. Wichtig ist für die, die schon Ausbildung gemacht haben, zu wissen, man muss ja auch Lizenzen verlängern. Das heißt, im Bereich Fortbildung wisst ihr natürlich, dass man sich anmelden muss, dass wir viele Angebote haben für eure Lizenzen, aber auch Zertifizierung, zum Beispiel um im Ganztag zu arbeiten. Wir haben unsere Akademien, was gerade sehr, sehr gut läuft und interessant ist. Vor allen Dingen gab es oft die Kritik, dass man weit fahren muss. Die Akademien werden oft an Orten angeboten, wo man kürzere Wege hat. Das ist schon mal für die Leute wichtig, die schon als Trainer arbeiten. Der Jens wird jetzt mal kurz vorstellen, was der WTTV für ein Angebot hat. Für die jungen Leute oder auch älteren Leute, die Interesse haben, mit Kindern und im Verein Training zu machen, wie ein Weg laufen kann, um Trainer zu werden. Jens, womit fangen wir an? Ja, das ist erstmal die Starterausbildung. Das ist der Einstieg. Das ist unsere frühere Assistenztrainerausbildung. Das ist mittlerweile ein deutschlandweit einheitliches System bei der Vorstufenqualifizierung. Viele Inhalte sind eigentlich identisch wie bei uns bei dem Assistenztrainer. Es ist noch ein bisschen praxisorientierter geworden, wo Leute auch schon selber ein bisschen die Erfahrungen sammeln sollen und von der Gruppe dann auch mal Übungen erklären, sich Sachen selbst erarbeiten. Es ist eigentlich ein toller Einstieg. Natürlich ist man danach noch kein Trainer. Es soll für alle sein, die mal reinschnuppern wollen, die ersten Erfahrungen sammeln wollen und wirklich. Danach soll man sich ein bisschen ausprobieren als Trainer und vielleicht mit anderen erfahrenen Trainern zusammen in der Halle auch was machen. Das Ganze ist schon möglich ab 14 Jahren und das kann man in einem Wochenende absolvieren. Die Starterausbildungen, die finden alle dezentral statt, über ganz Nordrhein-Westfalen verteilt. Wir haben jedes Jahr mehr als 20 Wochenenden, an denen wir solche Ausbildungen veranstalten. Da kann man ganz einfach über Klick.tt entsprechend nach den Starterausbildungen filtern und sieht dann, an welchem Wochenende wo das Ganze stattfindet. Super. Leute, die jetzt die Starterausbildung gemacht haben und Interesse haben und sich so ein bisschen dafür begeistern, können natürlich eine Stufe weitermachen. Vielleicht stellst du die nächste Stufe vor. Vielleicht vorab, kann man die nächste Stufe eigentlich auch machen, ohne Starter gemacht zu haben? Nein. Nächste Stufe ist dann unsere C-Trainer-Ausbildung. Dafür braucht man die Starter als Vorstufenqualifizierung. Die C-Trainer-Ausbildung ist ab 16 Jahren möglich.
und die untergliedert sich in zwei Teile, einen Aufbaukurs, einen Vertiefungskurs. Die kann man separat voneinander sich aussuchen, buchen. Wir haben sowohl beim Aufbau als auch beim Vertiefungskurs zwei Optionen. Man kann das Ganze entweder eine Woche in der Sportschule absolvieren oder an einem Wochenende während unserer dezentralen Akademien in Verbindung mit E-Learning. Dann sind 12 Tage davor und 12 Tage danach werden Online-Aufgaben geschaltet, die man da bearbeiten kann. Natürlich sollen die absolvierten Unterrichtseinheiten identisch sein. Ja, egal, ob man E-Learning macht oder eine reine Präsenzveranstaltung, die Unterrichtseinheiten, die jeweils absolviert werden müssen, die müssen natürlich klar identisch sein. Wenn man die beiden Kurse hat, wird man nach dem Vertiefungskurs automatisch in den Prüfungskurs geladen. Das ist seit etwa 4 Jahren neu. Wir machen die Prüfung nicht mehr am Ende vom Vertiefungskurs, sondern wir haben das ausgelagert in unserer E-Learning-Plattform von EduBrake. Das hat ein paar ganz praktikable Gründe. Das eine ist, die Balleimerprüfung, die ist ein bisschen entzerrt. Wir haben früher öfters Probleme gehabt in so einer Prüfungssituation vor Zuschauern. Ja, ihr kennt das, bei 10-10 ist der Arm ein bisschen eisig. Das ist in einer Prüfungssituation ein bisschen ähnlich. Jetzt könnt ihr zu Hause einfach ein Video aufnehmen, nehmt die besten Sequenzen raus. Man erkennt sowieso, ob ihr Balleimer spielen könnt oder nicht, aber ihr habt nicht mehr diese Prüfungssituation, in denen ihr auch Blätter treffen müsst. Außerdem ist uns ganz wichtig in der Situation, dass wir auch sehen, wie ihr in der Realität wirklich mit Kindern arbeitet. Und das können wir ganz einfach da sehen, indem ihr aufnehmt, wie ihr Ball einmal einspielt, ein Kind auf der anderen Seite ist, wie ihr die Ansprache habt und Fehlerkorrektur macht. Und das ist viel besser als in einer simulierten Situation, die wir ansonsten in der Halle haben mit anderen Erwachsenen. Ja. Die C-Trainer-Ausbildung ist schon eine super Ausbildung, damit man das Rüstzeug hat, um im Verein wirklich gut mit Kindern zu arbeiten. Inhalte vielleicht nochmal, es geht natürlich hauptsächlich um die Sportart Tischtennis, um das Spiel zu erlernen, aber es geht natürlich auch ein bisschen darum, Kenntnis zu bekommen, welche Möglichkeiten man hat, um an Kinder ranzukommen, Kinder in den Verein zu bekommen. Eine ganz wichtige Komponente bei der Sache. Jens, vielleicht nochmal ganz kurz, die letzte Stufe, die wir im WTTV ausbilden, ist die B-Trainer-Ausbildung. Vielleicht sagst du da mal ganz kurz, für wen ist das eigentlich gedacht und was ist das Ziel dieser Ausbildung? Das ist ganz schön. Im Unterschied zur C-Trainer-Ausbildung, wo er auch ganz klar vom DOSB Schein, den ihr dann bekommt, von der DOSB-Lizenz. Wir haben die C-Lizenz Breitensport und bei der B-Trainer-Ausbildung geht es dann wirklich, da steht dann auch Leistungssport drauf. Uns ist wichtig, dass da Nachwuchsleistungssport im Vordergrund steht. Während hier wirklich alle möglichen Inhalte von Breitensport bis natürlich aber auch sehr im Detail die ganzen technischen Abläufe und konditionellen Sachen irgendwie stehen, ja, geht das hier alles doch vertieft und ein bisschen ausgelegt auch auf den Nachwuchsleistungssport. Das ist schon der Ansporn, auch unser Ansporn, den wir haben, um Vereinen auch die Möglichkeit zu geben, dass sie Trainer bekommen, die dann ein bisschen ambitionierter arbeiten, ne, an der Stelle. Die dann nachher auch außerhalb des Vereins vielleicht in Kreis- oder Bezirksstützpunkten oder sogar im WTTV als Honorartrainer in den Landesleistungsstützpunkten mitarbeiten kann. Jens, vielen, vielen Dank. Sehr ausführlich, sehr klasse. Bevor ich mich verabschiede, zwei persönliche Dinge. Einmal, ich habe ein ganz neues Trikot unseres Ausrüsters Andro an. Das wird das neue Trikot der WTTV-Kollektion sein. Vielleicht ist es interessant, mir gefällt es sehr gut und die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, sind auch super. Also wenn es demnächst Fotos von unseren Athleten gibt, werdet ihr das immer in diesem Trikot sehen. Alle Trainer können das im Übrigen auch, ja, als Angebot, wir haben da ein kombiniertes Angebot von Andro und von uns. Alle lizenzierten Trainer im WTTV, das ist auf der Homepage ja auch, die haben die Möglichkeit, unsere Verbandskleidung in leicht abgewandelter Form mit dem Flock noch Andro WTTV Coach entsprechend auch vergünstigt zu bestellen. Super. Und bevor ich mich verabschiede und wieder Ärger mit meinen Kids kriege, weil ich beim letzten Mal die Daumen nicht hochgenommen habe, mache ich das jetzt. Vielen Dank für euer Interesse. Bis demnächst, euer Stefan Schütte-Tellinghaus.